Wenn ihr uns genauer verfolgt, dann werdet ihr festgestellt haben, dass dieses Komica-Mikrofon, das haben wir bereits vor Wochen angekündigt und wir haben es auch schon sehr viel eingesetzt. Das war dieses Set. Inzwischen haben wir ein zweites da und dieses hier haben wir nie veröffentlicht, ganz einfach deshalb, weil Komica uns informiert hat, Achtung, da gibt es eine Neuerung. Und entsprechend produzieren wir jetzt etwas nach, nämlich die Vierkanalnutzung. Die hat Komica tatsächlich nochmal neu sich überlegt und neu gedacht und das ist tatsächlich ganz spannend. Wie ihr seht, habe ich hier eine Ladeschale, die lässt sich per USB quasi ans Netz anschließen, ist aber auch mit einem Akku versehen, die gleichzeitig dafür sorgt, dass sobald die Geräte hier drin liegen, sie auch geladen werden. Und die Anzeige hier oben drin, die zeigt nun, alles ist geladen, bis auf der interne Akku. Und wenn ich das rausnehme, dann schaltet sich das Mikrofon an. Und jetzt nehme ich einfach das kleine Käbelchen, das es hier dazu gibt. Da stecken wir es entsprechend hier ein. Es gibt einen zweiten Ausgang für den Kopfhörer und jetzt haben wir also zwei Mikrofone in Betrieb. Ich bin im Normalfall immer etwas lauter wie mein Kollege und deshalb gibt es hier an dem Gerätchen eine kleine Taste. Dann gehen wir jetzt mal von Volume 3, das ist die Standardeinstellung, hoch auf Volume 6. Und jetzt wird es dann auch schon ziemlich laut und man kann natürlich auch übersteuern und man kann natürlich auch ganz ins Gegenteil gehen. Jetzt wird es ziemlich leise werden und entsprechend ist dann halt auch irgendwann mal Schluss. Wir haben das jetzt im Stereo-Signal laufen. Wenn ich hier die andere Taste drücke und hier mal meine auf Mute stelle, dann hört ihr jetzt meinen Ton nur noch über das Mikrofon meines Kollegen. Deshalb rede ich jetzt im Moment gerade relativ laut. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eigentlich eine ganz praktische Lösung. Weil wenn ich dann merke, in einer Runde mit anderen zusammen, ich muss mal husten, kann ich mal eben hier auf Mute gehen. Wenn ich das Gerät richtig gut kenne. Wenn ich das Gerät nicht so gut kenne, komme ich auf laut oder leise und dann hat derjenige, der hinter der Kamera steht, kaum noch eine Chance zu reagieren, weil die Pegelung funktioniert hier am Gerät und nicht an dem Empfänger, was ja eigentlich viel logischer wäre. Wir haben hier noch eine weitere Taste, die vor allem für Außeneinsätze gedacht ist, nämlich wenn ich länger drauf bin, dann ist die Rauschunterdrückung aktiviert. Die soll besonders toll sein. Das probieren wir natürlich nachher nochmal aus. Aber ihr hört jetzt in jedem Fall schon mal den Tonunterschied, ob denn jetzt bei meinem Ton etwas anders ist im Vergleich zu dem, wenn es blau leuchtet. Falls ihr es nicht gemerkt habt, wenn ich auf Mute bin, dann leuchtet es rot. 8 Stunden Betriebszeit verspricht Komica und das Ganze lässt sich ein bisschen verlängern, dadurch, dass ich ja hier einen Akku drin habe und eben entsprechend die Sender als auch den Empfänger immer wieder in kleineren Pausen einsetzen kann, dann wird auch geladen. Alle Geräte lassen sich per USB-C während des Betriebs mit Strom speisen, sodass man dann auch auf längere Laufzeiten kommt, dann aber natürlich auf Kosten der Praktikabilität. Nichtsdestotrotz haben wir hier auf der anderen Seite noch etwas. Wir haben nämlich hier einen kleinen Eingang. Der lässt sich jetzt so nutzen, um hier diesen Windschutz aufzubringen, was ziemlich nett ist. Allerdings ist er von der Fertigung her naja, nicht ganz so elegant, wie wir das von anderen gewöhnt sind. Ich meine, das System ist ja schon bekannt, das haben wir schon bei anderen Herstellern oft gesehen. Was mir aber auf der anderen Seite natürlich viel wichtiger ist, wir haben hier auch natürlich nicht nur den Nippel, um hier den Windschutz aufzusetzen, sondern hier kann ich auch ein Lavalier-Mikrofon anschließen. Jetzt habe ich entsprechend hier ein doch vergleichsweise teures Sennheiser-Mikrofon dran. Und ihr hört den direkten Vergleich mit dem System, das wir tatsächlich sonst immer verwenden, nämlich ein Sennheiser AVX. Da glaube ich jetzt dran, dass der Unterschied vergleichsweise gering ist, weil natürlich wir hier fast das gleiche Mikrofon dran haben. Nicht ganz, aber zumindest von der Liga her sind wir identisch. Und entsprechend sollte das eigentlich ganz ordentlich sein und man sollte einen klaren Unterschied hören zu dem Mikrofon, das hier integriert ist. Denn
das ist jetzt direkt einfach einmal ausgesteckt und dann schaltet es auch direkt um, beziehungsweise nimmt die andere Quelle. Das ist tatsächlich wahrscheinlich jetzt ein deutliches Stück flacher. Das ist das, was wir in unseren Tests bereits festgestellt haben, dass der Ton insgesamt eigentlich recht ordentlich ist. Es fehlen uns etwas die Bässe, es fehlen uns etwas die Höhen, wie ihr das selber seht oder andersrum, wie ihr das selber hört. Das müsst ihr selbst beurteilen. Was uns interessiert, ist natürlich, wie ihr das empfindet und wie ihr das tatsächlich bewertet. Schreibt es uns doch einfach in den Kommentaren. Der erste Reichweitentest, der geht jetzt mal hier raus aus dem Büro. Der Sender bleibt natürlich hier drin. Dann kannst du vielleicht gerade mal zeigen, dass der noch da oben drauf steht. Das ist noch ganz wichtig. Und ich gehe jetzt mal hier durch unsere heiligen Hallen, die gar nicht so heilig sind, und bewege mich mal nach draußen. Wir sind jetzt so etwa schon 20 Meter weg, allerdings noch gleich relativ direkt dabei. Und jetzt fängt es an, dass der Kollege hinter sich die Türe zumachen muss, weil jetzt sind wir wirklich schon im Treppenhaus draußen und mal sehen, ob der Ton da oben noch ankommt. Ich wage es doch stark zu bezweifeln. Ich glaube jetzt, dass der schon weg sein wird. Wahrscheinlich hört er jetzt den internen Ton der Kamera. Wir sind jetzt nach draußen gewechselt. Freie Sicht, 200 Meter ist die Ansage. Ja, probieren wir es mal aus. Ich glaube es ja nicht so richtig. Und ich bewege mich jetzt einfach mal da so ein bisschen da nach unten. Mal sehen. Ja, man darf da nicht durch, aber interessiert mich das jetzt gerade? Nein, interessiert mich nicht. So, ich bin wieder im Bild. Und jetzt laufe ich einfach mal mit dem Rücken, natürlich mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Das macht es nicht ganz. Wenn ihr leichte Aussetzer, Kollege meldet schon leichte Aussetzer, das waren jetzt mal realistisch betrachtet 30 Meter. Jetzt bewege ich mich mal 50? Ja schon, 30 laufe ich schneller. Okay, also sind es 50 Meter, meint der Kollege. Wir probieren es nachher nochmal aus, ja, aber das stimmt schon. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt, wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr natürlich auch bei uns auf videoaktiv.de gehen. Da haben wir noch die ganzen Testergebnisse, auch schriftlich inklusive Bewertung. Und man merkt schon, wenn ich rückwärts laufe und der direkte Sichtkontakt da ist, dann funktioniert das noch ganz schön lange. Und mal sehen, irgendwann mal wird es ja dann auch mal weg sein. Ja? Nö, das Signal zeigt mir immer noch, alles ist in Ordnung. Es ist blöd, dass ich jetzt die falsche Brille auf habe und ich ihn jetzt bald nicht mehr sehe. Er wird es mir doch per Ton sagen müssen, weil ich persönlich kann es natürlich von hier aus nicht sehen. Ich probiere das jetzt noch mal ein bisschen schneller. Ja, jetzt ist doch schon ganz schön weit weg und offensichtlich ist der Ton immer noch da. Wenn ich, immer noch Ton da. Ja, wenn ich jetzt den Rücken zu... Ja, okay, also das ist genau der Knackpunkt. Direkte Sicht ist immer easy going. Jetzt sagen wir mal, okay, das sind jetzt echt 200 Meter, das ist schon in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist das natürlich kein zuverlässiges Signal. Es sei denn, ich gehe direkt auf die Kamera zu. Ich würde sagen, realistisch sind zwar irgendwas zwischen 30 und 50 Meter. Was eben jetzt dazugekommen ist, ist hier beim Sender der zweite Ausgang, sprich der Kopfhörerausgang, der nun für die Sender C und D zuständig ist. Auf gut Deutsch, ich habe die anderen zwei Kanäle auf dem Kopfhörerausgang, sprich ebenfalls Klinke, stört ja zuerst mal nicht, ich habe halt keine Vorhörmöglichkeit mehr direkt. Mit diesen zwei Ausgängen muss ich nun an zwei weitere Eingänge an der Kamera rangehen. Solche Digitalkameras, wie wir sie heute verwenden, sprich eigentlich Fotokameras, die haben zwar teilweise vier Kanäle, aber eben nur zwei Eingänge. Sprich, wenn ich an die anderen zwei Eingänge ran will, dann brauche ich einen Adapter. Dieser Adapter ist zum Beispiel bei Panasonic der XLR1. Der eröffnet mir die Kanäle 1, 2 für die normalen, dann habe ich die anderen zwei Kanäle für 3 und 4. Schöne Sache, brauche ich aber wieder einen Adapter, habe ich XLR-Anschlüsse, brauche ich also auch wieder entsprechend ein Adapterkabel von Klinke hier auf XLR
beim Adapter. Also das ist dann schon ein bisschen Kabellage, um es mal so zu sagen. Alternative dazu wäre ein Vierspurrekorder, so wie wir den neulich erst besprochen haben, verlinken wir da oben. Dann könnt ihr direkt vier Kanäle aufzeichnen. Allerdings selbes Problem, man braucht entsprechende Adapterkabel. Die Alternative wäre ein Camcorder oder eben eine professionellere Kamera, wie eben zum Beispiel eine FX6 von Sony oder ein Canon Camcorder wie der 605, der dann wirklich vier Eingänge hat. Entsprechend wichtig ist es natürlich, die Sender entsprechend zu labeln, weil wenn man das nicht macht, dann hat man eigentlich verloren und hat sie vertauscht und sendet nachher auf die falschen Ausgänge. Wir haben euch jetzt erklärt, wie das funktioniert, wenn man hier an dem Empfänger auf Quad geht. Ein bisschen komplizierter ist es in dem Moment, wo man dann das vielleicht mal vergessen hat und auf Mono bzw. Stereo gegangen ist. Und da das jetzt ein bisschen zu ausführlich wird, machen wir das Ganze schriftlich. Also schaut bei videoaktiv.de rein, da findet ihr einen ausführlichen Test, da beschreiben wir das auch nochmal. Da lohnt sich immer der Besuch, auch wegen den täglichen News. Warum denn überhaupt vier Kanäle? Reicht nicht auch eine Stereofunkstrecke mit zwei Sendern? Davon gibt es ja richtig, also mittlerweile wie Sand am Meer. Absolut. Das ist jetzt ein Beispiel direkt aus der Praxis. Wir waren nämlich beim Richtfest vom Winzerverein hier auf der Insel. Und da hatte ich zwei Mikrofone schon im Einsatz gehabt. Einmal beim Vorsitzenden und dann einmal beim Bürgermeister, so die wichtigsten Personen, die da waren. Und dann gab es aber noch viele andere Redner, die so nacheinander in der Reihe kamen. Und das ging ziemlich hektisch. Keine Zeit zum Umhängen von Mikrofonen. Genau, aber schnell. Zack, zack, Nummer C und D oder 3 und 4 aus der Tasche genommen, angesteckt und fertig. So konnten wir den Richtspruch mitnehmen, gleichzeitig den Bürgermeister mitnehmen und haben so einen wunderbaren Ton mit allen wichtigen Personen. Und das ohne, dass man irgendwie in Hektik kommt. Und er war übrigens alleine, weil ich war im Urlaub. Ausnahmsweise mal. Also wirklich ausnahmsweise mal. Eigentlich ist es eher umgekehrt. Es ist eine Lösung, die lässt sich professionell einsetzen. Ob sie hundertprozentig professionell gedacht ist, das sei mal dahingestellt, weil natürlich haben wir vier Kanäle, die wir entweder auf Mono oder auf Stereo auf der Kamera aufzeichnen, weil es ist am Ende ein Klinkenstecker, der in die Kamera reingeht oder eben per USB an den Rechner rangeht oder eben sonst irgendwie. In jedem Fall kommt immer ein Stereo- oder ein Monosignal raus. Das ist okay für Leute, die wirklich wissen, was sie tun. Also ich sage jetzt mal die klassischen YouTuber, die vielleicht auch mal in einer kleineren Gruppe zusammenarbeiten und dann eben mehrere Mikrofone brauchen. Passt perfekt. Jeder kann sich diese drei Tasten merken und weiß, auf welche er drücken soll und wo er besser nicht drauf kommt, nämlich die Lautstärke, sondern das muss man eben einmal vorher sauber pegeln. Damit lässt sich durchaus arbeiten, aber dann muss es halt auch wirklich stimmen und das geht in so einer Gruppe ganz gut, auch wenn die Leute gleichmäßig reden und nicht unbedingt einer wahnsinnig laut ist und einer eben so leise vor sich hin säuselt. Dann wird es nämlich tatsächlich schwierig, obwohl die Dynamik des Mikrofons das tatsächlich eigentlich ganz gut hinbekommt, das muss man nämlich auch dazu sagen. Damit ist es klar, in dieser Preisklasse. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu definieren, denn Comica hat hier in Deutschland oder sagen wir einfach mal Europa nicht wirklich einen Distributor, sondern verkauft es über die bekannten Online-Kanäle, sei es Amazon, eBay oder eben AliExpress. Wie auch immer, wir liegen da in einem Preisrahmen zwischen 329 Euro und 250 Euro so. Pi mal Daumen. Lasst euch drauf ein, probiert's aus. Das ist tatsächlich eine Lösung, mit der man dann, wenn man es braucht, mal aushilfsweise klarkommt. 100%ig professionell ist es nicht, aber das muss es auch nicht immer sein. Ich finde es total klasse, dass ihr bis hierher mit dabei geblieben seid. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Hier gibt es immer wieder Tests rund um die Schnittstelle auch zwischen Profi und Amateur. Das hier ist für Amateure hochinteressant. Dies ist für Profis, die es nur allemal brauchen, auch interessant. Und genau an dieser Schnittstelle mal rauszubekommen, was ist denn das? Das finden wir sehr spannend. Wie ihr das findet, schreibt es uns in die Kommentare und dann sage ich einfach mal Tschüss.